Und damit mein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Digimon World Next Door, könnte man wieder sagen, weil wir sind hier in der nächsten Store-Hütte angelangt. Und zwar nahe Höhleneingang, und zwar wo genau, kann man das hier sehen? Zum Waldweg, jo, das ist neben dem Klo einfach durch. Und dann bei diesen roten Vollidioten durch, da, ich zeig's ja euch dann gleich noch, die greifen mich sowieso dann wieder an. Aber gut, ich habe hier gespeichert, weil ich die vom Brief gefunden habe und jetzt mit euch weitermachen möchte. Was meint die Kollegin da, Mann? Ist die behindert? Ich hatte schon mehr als 10 Lektionen locker. Locker vom Hocker. Wir gehen mal in den Höhleneingang. Mal schauen, was dort vorzufinden ist. Eintrittscup. Cup Mode. Was? Was? Was zur Hölle? Zeig mal, welches... klar! Und wie heißen die? Saber-Dramon. Ist klar. Ist der Mensch da Blacky? Sieht so aus, Blackosaurus. Ich hatte mir gedacht, dass er jetzt kommen würde. Hey Mensch, das ist Cup Mode. Oh Mann. Nicht dein Ernst? Oh Mann, dieser Ort war früher ein Piratenversteck. Ja, man sieht's. Jetzt deuten nur noch verlassene Schiffe auf sie hin. Aha. Wie sie es dann so elegant noch zeigen, kann man das ein bisschen überspulen. Du kannst den Schiffen und den Brücken folgen, um dein Gebiet im Norden zu erreichen. Um ehrlich zu sein, waren wir Piratenlehrlinge, aber sie zogen ab, bevor wir echte Piraten wurden. Jetzt haben wir das Ziel, die stärksten von allen zu werden. Da haben wir gewartet auf dich. Wenn wir deine Kombination besiegen, sind wir berühmt. Genau, tut mir leid, aber du wirst verlieren. Was jetzt gegen beide? Lächerlich. Ach ja, ich habe übrigens auch schon, wie soll ich sagen? Ich habe auch schon Kyubimon auf meine Seite, gezogen. Finde ich sehr gut. Ah, haben sie ihn endlich gekillt? Sehr gut. Yeah, nice. Aber die sind ganz schön stark auf Level 20. Dass ich mit denen mitkomme, ist ja heftig. Heilungsdisk bitte. So. Bitte, Heilung. Danke, nochmal. Einfach mal schwuppdiwupp. Supi. Den guten Agumon. Wow. Ja, Renamon habe ich auch noch in die Stadt geholt. Wie gesagt. Puh. Autsch, arg. Was zur... Ja, jetzt sind wir aufgewärmt. Genau, jetzt lassen wir es krachen, Blacky. Ich halte mich nicht zurück, Blackosaurus. Nochmal.
Dein Ernst? Dein Ernst? Die besiegen uns noch. Die besiegen uns noch. Zumindest zu zweit. Yo. Bitte. Darf ich nochmal? Oh, bitte nicht. Ich habe gerade zu viel angewandt. Darf ich mal kurz? Heilungsdisk? Bitte, das müsst ihr überleben. Nur noch Agumon. Boah, zwei Runden gegen Level 20er Digimon. Ist das heftig. Arg, arg. Blackie, kannst du aufstehen? Blackosaurus, ich glaube schon. Arg, urg. Es ist noch lange nicht vorbei. Ich gebe noch nicht auf. Dein Ernst? Nee. 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 Was? Ich kann aus diesem Kampf nicht fliehen. Ihr habt doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Ihr habt noch nicht alle Latten am Zaun, darf ich mal? Was? Regenerationsdisk? Bitte überlebe. Bitte überlebe. Oh Mann. Bitte überlebe. Oh bitte. Oh Mann. Zum Glück habe ich genug, um sie dagegen zu halten, Bitte. Ihr müsst das überleben und sie killen. Bitte. Bist du ganz tot? Dein Ernst? Warum zwei eigentlich? Ich darf mich danach direkt wieder ein... Ich darf mich direkt dann wieder einhauen, So. So, danke. Kommt. Haut drauf, So. Einfach nur draufhauen. Ja, Mann. Gott im Himmel. Aus der Kurzfolge wird eine Langfolge, oder wie? Blackie, das ist unmöglich. Ich brauche eine Pause. Tja, das war interessant. Absolut. Okay, gehen wir nach Hause. Bis dann. Really fucking kidding me? Wer bist du denn? Stingmon? Du hier? An einem so verkackten Ort? Ja, hier liegt schon was, aber... ich muss speichern. Ich muss speichern. Das war jetzt zu viel des Guten, Freunde. What the hell? Agumon. Und Gabumon. In schwarz. Ich bin Stingmon. Ich hab dir im Moment nichts zu sagen. Okay, Boss. Ich wollte ja nur mit dir mal Freundlichkeiten austauschen, aber okay. Wenn du meinst... Hallali. Aber was die jetzt gefressen haben, Freunde. Oh mein Gott, Ja, ich würde auch rennen, wenn ich euch wäre. Ohne Witz, ich habe gerade vorhin weiß nicht wen besiegt, Digimon auf Level 20, Mann. Ich würde rennen. Und zwar alle zusammen. Ja, das habt ihr euch redlich verdient. Hier, fresst so viel ihr wollt, Ohne Witz, das war echt genial. Ja, das, genau das sind die Hohlbeeren, bei denen ihr so Früchte bekommt, die gar nicht mal unsinnig sind. So, einfach nochmal drauf, danke. Ding, ding, ding. Wir sind durch. Und sie wollen gelobt werden. Na klar. Oh yeah. Noch mehr Infos zu Boltmon, oh ne. Egal. Lassen wir mal so stecken.
Hallali, ich freue mich so. Ja, ich weiß, du brauchst ein Pflaster, ne? Komm mal her, Greymon. Pflaster. Hier. Gut. Jetzt will ich aber nichts mehr hören. Von wegen, ich bin angeschlagen. Ja, kann mir gerade egal sein. Denn ich muss mich wegen diesem Pappna-Stil-Idioten nochmal eindecken mit dem ganzen Gedöns. Das wird wieder ordentlich auf die Kohle gehen. Und ja, ich könnte porten, aber das mache ich extra nicht für solche Sachen. Oder bei solchen Sachen. Genau deswegen. Oh nee. Ich glaube, ich kann mich jetzt nicht mehr eindecken bis morgen. Es ist schon, ja, fast Abend. Und da meint Kaputirimon, da meint, wie heißt er schon wieder? Tentomon, sich zu verziehen. Oh, du bist zurück, Sunny. Ich habe gute Neuigkeiten. Renamon ist nach Floatien zurückgekehrt. Es arbeitet jetzt als Koch im Restaurant. Der Wohlstand der Stadt liegt jetzt bei 14. Langsam wird es besser unterwegs. Gesammelte Materialien wurden ins Lager in die Stadt gebracht. Ah, okay. Wir müssen 10 Trainingseinheiten durchmachen. Kein Problem. Oh, Tentomon ist trotzdem noch hier. Cool. Dann möchte ich mich gerne wieder eindecken mit Heilungsdisks. Und zwar mit 30. So, danke. MP-Disk brauche ich 20. Supi. Mobile Klos habe ich genug. Woher bekomme ich eigentlich Pflaster? Du sagst mir nichts. Oh, du gibst mir auch nichts. Das finde ich sehr scheiße von dir. Na dann. Da wir jetzt wieder hier sind, speichern wir mal nochmal eine Runde. Nur um nur mal sicher zu gehen. So. Wenn wir nämlich nicht mehr trainieren dürfen, finde ich das ziemlich scheiße. Wenn die jetzt sterben. So. Jetzt gucken wir mal drauf. Da, Ausdauer wäre noch gut eben und Gewicht wäre noch sowas. Oder eben Bindung, dann wird sogar Mirage Gaugamon. Das wäre ziemlich korrekt. Noch Weichen mache ich jetzt. Hier. Super. Was mache ich hier noch? Gewicht muss noch hoch. Dann kriege ich hier Boltmon. Und natürlich 45 Siege brauche ich noch mit dem Kollegen. Okay. Und sonst? Ja, das weiß ich, aber bei ihm bin ich hier sowas von unsicher. Ja. Was mache ich? Ich gehe hier auf jeden Fall auf Weichen. Hier könnte ich das eigentlich auch mal machen. Oder nö, ich gehe hier auf Speed oder so. Oder soll ich auf Leben gehen? Ja, ich gehe mal auf Leben. So. Eine Trainingseinheit. Die zweite Trainingseinheit läuft jetzt. Oh. Wer digitiert? Was? Oh yeah, jetzt kriegt ihr schon wieder eine Digitation zu sehen. Lumeramon wird zu... Oh, Mirage Gaugamon! Oh yeah! Mirage Gaugamon, legendärer Zema. Geschichte. Mirage Gaugamon. Oh, ich bin auf dem letzten Level, ey. Ha, ich kann ihn nicht mehr digitieren. Gewicht 42 und ich habe das Leben nochmal erhöht. Alter, 13 Tage. Ha, ich habe ihn auf dem Mega-Level, Freunde. Ja, Mann, das Mega-Level ist on stage, Freunde. Oh, ich speichere das gerade. Auf Mega-Level, ey. Das ist ja mal... was Geiles.
Mirage Gaugamon. Ja. Jetzt kann ich hier auf Stärke getrost gehen. Mann, hatte der jetzt einen Powerbooster. Nö. Ich gehe jetzt zuerst auch mal ein bisschen noch auf TP. Hier gehe ich jetzt noch auf was am besten? Ja, super. Auf Ausdauer. Ja, ich möchte 2 Megas. Die 4. Trainingseinheit. In der letzten Folge entwickelte sich ja, mein Tyrannomon zu Metall Greymon und jetzt noch Mirage Gaugamon, Mann. Das ist doch mal genial, ey. Also ich würde sagen, alles geklärt. Stärke können wir jetzt auch noch ein wenig erhöhen. Wundervoll. Etwa die 5. Trainingseinheit. Machen wir noch eine 6. Super. Oh, ja, komm. Lassen wir sie noch mal ruhen. Braucht ihr was? Ihr seid ein bisschen zu groß, ne? Ihr müsst mir schon sagen, wenn ihr was habt. Wollt ihr pennen? Gut. Das dürft ihr natürlich. Ihr habt es euch auf jeden Fall redlich verdient. Hey, ich habe jetzt einfach mal einen Ultra und einen Mega-Digimon. Ist ja mal ganz heftig. Auf wie viel brauche ich das? Auf 2200, das schaffe ich nie. Vergiss die Scheiße gleich. Vergiss es. Auf die Ausdauer komme ich nie. Es war doch 3000, oder? 2200, auf so komme ich nicht. Ich kann es euch mal zeigen, wie viel es steigert. Da bin ich eher tot, ne? Ja. Da stirbt mir eher der Kollege weg. Da gucke ich lieber, dass ich das andere hinkriege. Das Gewicht und so. Die 45 Siege. Ne? Ja. Und jetzt mit einem Mega hier durch. Das wird ja das reinste Gemetzel hier. Mirage Gaugamon. Wie läuft's? Ich hoffe, bei dir läuft alles so im Schritt. Also, ich feiere dich gerade des Todes. Na, will jemand sterben? Wir gehen heute noch zum Villa Vulkanpark. Versuchen die noch abzugreifen. Die wir können. Die Digimon. Um im nächsten Part dann weiterzumachen. Black War Greymon erhalten Sieg. Was zur Hölle müssen wir hier machen? Wo? Black War Greymon. Hier, was Sieg? 45 Siege auch. Okay. Kein Problem. Hier, bei denen bekommt man ja leicht Siege. Das ist auf jeden Fall korrekt. Deswegen machen wir die auch kurz. Wenn wir an denen vorbeilatschen. Ich glaube, bei diesem einen Zündchen hat es nichts. Sonst. Da latsche ich aber offscreen hin. Warum hat es noch so wenig Leben? Mein Metall Greymon. Warum wurde das nicht vollständig geheilt? Das ist so ziemlich fraglich. Aber gut. Tja, die überlebt es nicht. Nein, nein, nein. Habt ihr eigentlich selbst das Spiel? Falls ja, schreibt es in die Kommentare. Falls nein, würde ich gerne wissen, warum nicht. Ob ihr es scheiße findet oder ob ihr einfach gerade nicht die Kohle dazu habt. Keine Ahnung. Gibt ja viele Gründe.
Aber ich muss schon sagen, es ist schon heftig, wenn man einfach mal seine Digimon auf Level Ultra und Mega hier... Was? Wie stark bist du, Gotsumon? Dass du einen Schlag von Mirashka Ogamon aushältst. Du bist mir vielleicht ein Schlawiner. Oh, was? Yo. Dein fucking Ernst, ein Bomber, Nanimon oder so. Oder Nanimon an sich? Keine Ahnung. Das Bomber-Nanimon lasse ich mal stecken. Wenn ihr wirklich gegen mich kämpfen wollt, kommt zu mir, aber ich komme nicht zu euch. Ei, Garurumon. Wow, sogar das verzieht jetzt alles, Aber, ey, habt ihr gesehen, um wie viel mein, ja. Mirashka-Ogamon irgendwie hochgetecht wurde hier? Ist ja mal ziemlich nice. Hi. So, jetzt stehe ich mit einem Mega vor dir. Ist das immer noch langweilig? Aha, immer noch langweilig. Jetzt zeigt er uns nochmal den Logik-Vulkanpark. Ja, kein Problem. Na dann, Abmarsch. Richtung oben. Und jetzt gehe ich mal endlich nachgucken, was dort so vor sich geht. Ich speichere natürlich. Ich möchte nicht gleich in zwei Mega-Digimon rennen. Weil ich glaube, dafür sind sie noch zu schwach. Ich müsste schon eine zweite Line Megas machen, damit irgendwie, ja, was bei rumkommt, ne? Wo bin ich? Zum Müllberg. Da gucke ich einfach mal vorbei. Ja, dafür sind wir ja hier, Digimon zu rekrutieren. So haben wir auch wahrscheinlich Gabumon und Agumon auf unserer Seite bekommen. Was ist denn bei denen kaputt? Auf Level 12. Da könnten wir... Ist klar, ne. 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 Nicht euer Ernst. Die sind auch noch in der Gruppe. Da gehe ich erst, wenn ich eine zweite Line Mega sag, Mann. Oder wenn ich Storyline technisch da durch muss, dann bin ich nämlich... Over motherfucking kidding me hier. Meteormon. Dein Ernst? Lass es lieber gleich stecken. Du stirbst. Das sage ich dir. Ist leider ein bisschen scheiße, dass wir nicht irgendwie uns hoch beamen können. Irgendwie. Und für sowas brauche ich sicher nicht einen Talisman, den wir von, ja, Taumann bekommen haben. So, Logik, Vulkan, Torweg. So, und wo muss ich Meramon und so rekrutieren? Das würde ich jetzt schon gerne wissen. Das würde ich schon gerne wissen. Hierdurch, was? Darf ich nochmal? Ach so, das geht dann darüber, ne? Okay. Kein Problem. Was ist das dann? Sicher. Koriander wieder. Okay. Meteormon Level 12. Genau. Genau. Aber der hat immerhin Respekt, der Kollege. Feuerland. Dein Ernst? Was ist hier? Oh Gott. Dein Ernst? Was zum Geier ist hier? Du willst mir nicht sagen, ein Mega will auf mich hier drauf. Angemon und so, auf dem Champ. Nee, was war das? Ja, ich glaube, bei Angemon war das Champion Level oder ist es direkt aufs Ultra Level digitiert? Nö. Level 15! Die
Die wollen mich ja ficken hier. Ne, ne, ne. Wenn die anderen Level 12 schon so hardcore waren. Ne. Boah, was für ein Ausflug heute. Noch 8 Minuten darf ich aufnehmen. Oh. Ja, jetzt könnt ihr mal zeigen, was ihr drauf habt. So. Gebt mal Gummi. So. Hau mal drauf. Jo. Gib Gummi. Willst du mich verarschen? Hau drauf. Digga. Ja, klar. Das ist nur noch ein Nahkämpfer, ey. Ist klar. Heilungsdisk. Ich möchte hier nicht verrecken, ey. So. Nochmal. Nochmal. Den kriegt ihr schon da und diesen Meteormann. Ey, der ist nur Level 12 zur Hölle. Ey, wenn wir den besiegen. Ist klar. Und ich habe keine Regenerationsdisk mehr. Die kann man scheint mir auch nicht kaufen. Und ich kann eine allein nicht geben. Flucht bitte. Oh Mann. Strategischer Rückzug. Dafür gibt es auch ein Achievement. Okay. Komm mal her. Ich weiß zwar nicht, woher ich Pflaster teilweise bekomme, aber ey. Hier. Heilungsdisk darf ich mal. Ich muss euch mal wieder voll rüsten, weil ich Scheiße gebaut habe. So. Nee, 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 nee. Ja, sorry. Boah, Grey, also. Metall Greymon. Da kann ich doch nichts für. Meine Herren. So, la, la, la. Ja, ja. Das haben wir auch schon alles mitbekommen. Aber warum. Also, warum ist ein Mega-Digimon so scheiße? Mal ganz im Ernst. Sind wir so underleveled? Ich meine, ich kann ja nicht mehr als Level. Ausschimpfen, Leute. Sowas geht ja mal gar nicht. Digitation Info Alphamon erhalten. Dein Ernst? Was ist ein Alphamon? Darf ich da mal? Okay. Irgendwie sehe ich da gerade gar nichts. Dann mal jetzt einen Abflug nach Hause mit euch. Komm mal her. Meine zwei Süßen. Ey, aber ich komme immer noch nicht drauf klar, dass ich jetzt einen Weg für nichts gemacht habe. Autopilot angewendet. Ja, schon, aber ich habe heute nichts gerissen. Was? Was? Was ist mit der Stadt passiert? What the hell, man? Oh, du bist zurück, Sunny. Wie du sehen kannst, ist die Stadt jetzt viel größer geworden. Mit Hilfe der ganzen Einwohner, die du zurückgebracht hast, sind wir schneller fertig geworden. Und der Detektor dürfte auch bald fertig sein. Ich fürchte, ich habe noch etwas mehr Arbeit für dich. Aber ich bin mir nicht sicher, dass du der Aufgabe gewachsen bist. Hä? Inwiefern? Flo, Art sind stark gewachsen. Der Stadtkarte wurde zusätzliche Elemente hinzugefügt. Öffne die Karte mit Options, um direkt an verschiedene Orte zu springen. Was?
Dein Ernst?待っておったぞ。ついに無限ドラモンタンチ装置が完成したんじゃ。急ぎ全域を探知してみたところ、無限ドラモンは存在していなかった。だが異光地区の兆候と思われる異質情報波が一点検出された。場所はサーバー砂漠。少なくないデジモンたちが暮らしている村がある。そんなところで異光地区が起こったら、 目を背けたくなるような被害が出るじゃろうな。ってシャレにならないじゃないか。雪村、すぐにサーバー砂漠に行くぞ。承知。流行る。町の守り手が減れば解決を目指して遠征したことで足元がおろそかになったのでは本末転倒。それなら心配ご無用。 決まり。俺一緒にいるの？プロットマン、改めテイルマンに進化したリッカよ。嘘、リッカ？なんで？おお、凶暴化したデジモンに襲われてた町の住人を助けなきゃって必死になったからかな。ま、町のことは私たちに任せてもらっていいよ。はーい、リッカにお任せ。 すごいな、ヒマリトリッカは。俺たちも負けてらんないぞ、雪村。うん、行こう、コータ。やれやれ、若いのう。探知した情報から見て、まだ対象のデジモンは無限ドラモンになってはいないが、もし間に合わぬとなれば、コータラだけでは危険だ。 Okay, Chimon ruft. Du bist zurück, Sunny. Ich habe gute Neuigkeiten. Meromann ist nach Florzen zurückgekehrt. Im Geschäftsviertel soll es angeblich gutes Essen geben. Das solltest du dir mal ansehen. Kirion ist nach Florzen zurückgekehrt. Es meint, es gäbe in der Stadt eine wichtige neue Einrichtung. Sieh mal im Geschäftsviertel nach. Der Wohlstand der Stadt liegt jetzt bei 16. Langsam wird es besser. Jo, und wir kriegen wieder so 5 Punkte. Finde ich ja sehr schnieke. Jetzt können wir von mir aus sowas machen hier. Aber ich muss sagen, das ist jetzt nicht das Wichtigste. Wenn, würde ich das machen, aber so weit sind wir noch nicht. Ich heile mal TP, wenn ich mich bewege. Finde ich sehr cool. Was ist hier? Wildgewachsene Zutaten werden häufiger entdeckt. Erhöht Erfolgsrate beim Angeln. Ja, können wir eigentlich nehmen, aber brauchen wir jetzt noch gerade nicht. 7 Punkte lassen wir auch mal stecken. Das ist 15 Punkte. Ja, komm, das machen wir auch mal. So, die nächsten zwei geben wir für das Fischen aus und für das da. Dann sind wir hier auch mal bestens ausgerüstet. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Heute haben wir ein geiles Mirage Gao Gamon bekommen. Ich hoffe, euch gefällt es genauso wie mir. Nur leider ist es irgendwie viel zu schwach gegen höhere gelevelte Digimon. Mal schauen, ob ich das beheben kann. Oder auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü.